Hallöchen, alle zusammen. Und willkommen zu einem weiteren Part von Deltarune. Das alte Initialtrio, nenne ich es mal, ist wieder vereint. Wir sind wieder zu dritt, nicht mehr zu viert, denn Noel wurde in der letzten Folge gefangen genommen. Und Birdly will irgendwie seine Rätsel lösen, die er nicht lösen kann. Und Lancer, ja, da würde ich euch am besten euch ins Herz legen, sich einfach mal die letzte Folge anzuschauen. Ich bin ein bisschen traurig. Das möchte ich sagen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Schaut euch am besten die letzte Folge an, weil es ist ein bisschen traurig, was mit Lancer passiert ist. Wie gesagt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen und am besten auf jeden Fall die Playlist anschauen. Kapitel 1 ist schon auf jeden Fall vollständig. Kapitel 2 spielen wir gerade und wenn Kapitel 3, 4 und 5 draußen sind, die kommen ja beide, drei Kapitel kommen gleichzeitig raus, kostenpflichtig, ne, wohlbemerkt, dann werde ich sie auf jeden Fall spielen. Ich zahle dafür, weil ich bin überzeugt von diesem Spiel, deswegen, okay. Genug davon. Ein cybermäßiges Bücherregal. Da gibt es ein Buch für Shortcuts, das später sich öffnen wird, okay. Aber wahrscheinlich alles nicht von Interesse. So, das ist die Trash Zone, genau, Cyberfields, alles klar. Wir haben jetzt alles freigeschaltet, aber wir haben Café hier. Willkommen im Farbencafé. Lasst uns euch den Tag erwärmen, wenn ich überhaupt das gerade richtig ausgesprochen habe. Wir wollen euch den Tag erwärmen, genau, das würde ich. So, Spaghetti Code B-Shot Bounty Royal Pin, mehr gibt's nicht. So. Das erhöht jetzt Angriff und Verteidigung, oder was ist das jetzt? So, 30 HP. So. So, die Code Master Coders Party, 30 HP. Für alle? So. Noch einmal. So, ich denke, das sollte reichen. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Komm wieder, wir werden auf dich warten mit rosenfarbenen Glasen oder roséfarbenen Gläsern, meine ich, und so weiter und so fort. Immerhin, wir wurden auch gut bedient. Ich speichere nochmal, damit halt die Items auch gespeichert bleiben, weil ich weiß nicht, ob jetzt am Bosskampf kommen wird oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird. Aber dieser Saal lässt nichts Gutes ahnen. Okay. Es wird ernst. Wie ich sehe, habt ihr eure Räume verlassen, beziehungsweise ihr konntet da ausbrechen. Tja, wer kann es euch überhaupt übel nehmen, dass ihr meine schönen Menschen euch anschauen wollt und die Bilder, die Mona Lisa, die Queen Mona Lisa Bilder, die haben uns gerade ausgelacht. Ihr wollt nicht mal wegschauen, wenn es hier um diese wunderschöne Gemächer geht. Wir sind nicht hier, um uns deine blöden Bilder anzuschauen. Oh, das war keine Empfehlung. Das war nur eine Warnung. Ich verstehe. Was? Ach, wir müssen die umdrehen. Look at this. Revivement Mind. Das ist gut. Mint. Hat sie einen Schnurrbart? Oh mein Gott, hier werden hier die ganzen Mona Lisa Memes gepostet. Gepostet. Hier zum Besten gegeben, meine ich. Das ist die Queen, oder nicht? Ich weiß, ihr liebt alle meine Menschen. Aber es gibt hier ein paar Regeln, die ihr beachten müsst. Ihr müsst auf jeden Fall eure Füße abtreten, beziehungsweise eure Schuhe sauber machen. Um Spaß zu haben. Und auf jeden Fall
den Pott hier. Die Potterie? Oder ist es eine Pottlotterie? Oder diese ganzen Behälter hier respektieren? Und viertens, habt Spaß. Ich hab vergessen, das mit aufzuzählen. Und fünftens, List Entry Duplication Error. Ja. Es tut mir leid für dich. Ja, das hätten wir nicht machen sollen. Swatchlings Boat In. Zum ersten Mal kämpfen wir die gegen die, glaube ich. Warmify, Coldify, Warmify. Halb warm. Machen wir erstmal den. Und, ja. Wir reden über die Wärme, wie man Liebe entfacht. Liebe außen verbreitet. Oh, seine Farbe ist jetzt wärmer geworden. Ist jetzt gelb, das heißt, es muss rot werden. Okay. Susie redet über Explosionen. Und jetzt wird er noch warmer. Und Rilesa erwähnt Minztee. Jetzt wird er ein bisschen kühler. Okay, das ist nicht gut. Welcome, Young Masters. Okay. Oh, super. Sie servieren uns Dinge, die wir nicht essen wollen. Aua, er ist schon tot. Rilesa ist schon tot. Ach, wie können sie trotzdem? Können sie trotzdem sparen? Das ist möglich? Wir haben gewonnen. So, Pottery noch respected. Können wir es wieder heile machen? Nein, können wir nicht. Das haben die mit Absicht gemacht. Das haben die mit Absicht gemacht. Das konnte ich gar nicht. Ich konnte da gar nicht. So, die sind ja auch schon. Die sind doch schon rot. Okay, den müssen wir erwärmen. Die müssen wir kühler machen? Ich denke schon. So, der wird jetzt wärmer. Die anderen müssen kühler werden, denke ich. Wir haben über Lava gesprochen, aber nichts ist passiert. Icy Scarves. So ein bisschen kühler geworden. Oh, ein paar Attackiermuster, ein paar Angriffsmuster haben sie für uns vorbereitet. Sehr interessant. Ja, man erkennt sie wieder und sie richten richtig Schaden an. Die richten. Ja, ich kann nicht mehr sprechen, ne? I don't know. Kümmern wir uns erstmal um den. Half-Code. Alles klar. Über Sommersonnenschein und einen Beachvolleyball. Darüber reden wir gerade. Okay. So, Susie redet wieder über Explosionen. Nichts passiert. Okay. Okay. Jetzt ist er wieder ein bisschen kühler. Ich sehe rot. Tut. Sieht aus wie Schmerz. Einmal Yellow Fellow. Was für ein Wortwitz wieder. Ich verstehe. Ihr denkt, ihr haltet euch für lustig. Ja, was machen wir jetzt? Wir können immer noch nicht sparen. Das ist verdammt dramatisch. Ja, muss ich auf jeden Fall kühler werden. Heiße Schokolade geht es hier. Wärmer als jemals zuvor und so weiter und so fort. Ich will jetzt einfach nur diesen Kampf gewinnen. Ich will einfach nur noch diesen Kampf für mich entscheiden. Das ist jetzt das Wichtigste, worauf ich jetzt achten möchte. Aber irgendwie tut sich nichts. Müssen wir wieder kalt machen? Sollen wir ihn kalt stellen? I don't know. Ich gehe auf Verteidigung bei Susie. Bei Rilesai habe ich das Gefühl, dass ich was richtig mache. Sieht zumindest aus. So, Ice Cream. Oh, my yellow fellow, I'm feeling blue. Alter, das ist mir zu viel.
Wir haben jetzt drei verschiedene Farben. So. Grün, okay, das ist schon gut. Aua! War da gerade ein Minzbonbon? Konnte man das auffangen? Ich weiß es gar nicht. Susi auf Verteidigung erstmal. Beim Rest muss man schauen. So. Wollen wir mal schauen? Nichts ist passiert. So, jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht muss der Dude wieder rot werden. Der Dude muss wahrscheinlich wieder rot werden. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, ey, sind das hier für Angriffsmuster, ne? So, Warmify. Verteidigung und nicht Half-Code. Dann heilen wir uns erstmal. Ralzheim muss sich selber heilen, vor allem. So. So, ich sehe rot. Well, shine your shoes till they are black and blue. Sieht nicht gut aus, Alter. Hier können wir sie sparen. Ich will sie nicht umbringen. Müssen sie jetzt wieder zurück? Sie machen sich gegenseitig sauber. Rootbuster. I don't know. Müssen jetzt wieder kalt werden? Ich hab keine Ahnung. Swatchling, the happiest when their outfits are color coordinated. Ah, müssen sie jetzt. Right size down. Susie ist down. Ich bin gleich auch down. Ja, das ich muss den dringend. Okay. Chris, use the revive mint. Chris, was? Haben Sie es bemerkt? Finden Sie das nicht so gut? Dass ich das gemacht habe, dass ich Reanimationsmünze genommen habe. Kann keinen von denen sparen. Sie mögen es, wenn ihre müssen jetzt alle kühl sein. Keine Ahnung. Dann müssen sie grün sein. Das ist, entweder bin ich zu dumm. Also sie müssen alle eine einheitliche, so wie ich das jetzt verstanden habe, müssen die jetzt alle entweder eine einheitliche Farbe haben. Oder ich habe keine Ahnung, was man hier von mir will. So, ich möchte gerne, Susie heilen. Oh, das ist es. Die sind jetzt alle drei gleich. Danke, junge Meister. Danke, danke, danke. Gezüpfen sie herum, weil sie ganz fröhlich sind. Au! Ja, jetzt können wir sie spammen. Okay, sie mussten alle die gleiche Farbe haben. So. Gesperrt, gesperrt. Und jetzt 5 von 5 rekrutiert. Sehr schön. Gewonnen. 0 XP mal wieder. Ah, dafür sehr viel Cash. Das nächste Ziel ist erreicht. Es wirkt wie eine Schnitzeljagd. So, Task. Timberly. Was ist das denn? Mit ihr oder ihm springen wir gleich. Task. Task. Nur Timberly, 2. Ist es irgendwie
Warte, ist das irgendein Codewort? Warte, vielleicht müssen wir die Person gleich ansprechen. K ist am Ende. Kimberly? Kimberly. Keine Ahnung. Können auch nicht hier durch. Ihr seid pünktlich zu eurem Termin. Würdet ihr mir bitte dabei assistieren, diese Malerei, diese Werke hier zu organisieren? Oder zu ordnen? Ja. Wie schön. Dann, erste Frage. Tja, welches Bild kommt als erstes vom alphabetisch betrachtet? Inkorrekt. Okay. Okay, das heißt, hätten wir das korrekt beantwortet, dann, Taskmanager. Immer diese Wortwitze. Okay. Wir ordnen sie jetzt alle. Aua. Ach so, ja, ich hätte ihn... Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe jetzt. Okay, Spaghetti-Code ist gut. Aber das bringt nichts. Das bringt nichts. Taskmanager. Ja, dann müssen wir... CD-Bagel für Susie. Order, order. Das ist gar nicht mal so einfach, ne? So, Order X. Tja, wir haben den Taskmanager gezeigt, um alle Ordnung zu zeigen. Hat sich Chris gerade in eine Katze verwandelt oder einen Hund? Keine Ahnung. Process Services, Performance, Details. Upsala. Wie? Boah, Alter. Jetzt komm. 25%. Das muss doch jetzt... Wrinkly Clothing, let me whip it into shape. Upsala. Wir sind fast so weit, wir sind fast so weit. So, jetzt. Jetzt muss er so weit sein. Wir können ihn jetzt schon mal sparen. Als nächstes S-Action. Und A-Action. Wie ein Löwe. Und Ralzai schaut bei Tasks. Oh, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir... Ach, Warnung. Ich will da nach oben. Ich will da nach oben. Ah, hab ich mir schon gedacht. Aua. Hab ich schon gedacht. Weil das sah nicht. Was? Gefunden! So, bevor wir da reingehen, sprechen wir mal hier mit den Leuten. Die sehen alle so glücklich aus. So, hier ist der Butler. Willkommen im zweiten Stock der Dinnerparty Sektion A. Ah. So, bedient euch bitte am Essen anderer. Das ist ja Bandit. Am Essen anderer sollen wir uns bedienen. Eine. Ein Häkchen. Ein goldenes Häkchen. Oh. Sehr passend. Ist das nicht der Hacker? Psst, ich bin der Hacker.
Niemand hat bemerkt, dass ich es bin. Im Osten gibt es eine... Es gibt einen Ostschatzflur, der zum Untergeschoss führt. Zum ersten Obergeschoss, genau. Geht nach unten und ich werde euch helfen, den Code zu cracken. Okay. Der Typ da behauptet die ganze Zeit, dass er ein Hacker sei. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dieser Information anfangen soll. So, und diese Freaks sehen so krank aus. Yes, yes, die Queen liegt immer richtig. Send a report. Könnte denen nicht mehr zustimmen. Send a report, alles klar. So, eine Maus und, Das ist doch der Dude, der in der Müllhalde war. Unubat zieht es in die Welt. So. Ich bin Mausmillion. Nicht Maximilian. Mausmillion. Ich stehe um Liegen und Metern weit über alle anderen Mäuse. Nur Nubat liegt weiter über mir. Haben wir Nubat nicht schon gesehen? Haben wir nicht... Oder ist das Nubat? Ach, das ist Nubat. Okay, das ist Nubat. Okay, los geht's. Ist das gut so? Ich glaube nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. In die Küche. Das war nicht richtig. Das war schlecht. Den Code cracken. Das können wir gerne machen. Was? Okay. Ist das hier ein Hamsterrad oder was? Catch. Okay. Verkabelt ist schneller. Aua. Nein, wireless ist besser. Verdammt. Ich muss Rileside unbedingt heilen. Upsala. Item. Shock Diamond. Rileside. 16%. Kriegen wir dafür den Bonus? We are grippable, we are many, we are stupid und so weiter. Nein, ihr seid gar nichts. Ihr seid meine nächsten Rekruten. Okay. Wie viele sind es hier diesmal? 30%, sehr gut. Ich bin kein Cheater, ich bin nur Cheese. Was für ein Witz. Richtig humoristisch. Das muss man den lassen. Light Candy. So. Oh. Sie rollen mit der Geschwindigkeit einer Maus. Mäuse sind ja nicht langsam, ne? So. 24, so. 100% Gnade erreicht. Jetzt zurück. Ist außer Kontrolle, auf einmal. Oh, was? Ich werde mich darum kümmern. Rekrutiert. Gewonnen. Ist das der neue Rules Card? Danke für die Hilfe. Wir werden das östliche Esszimmer nun öffnen. Autsch. Wie komme ich von hier runter? Achso, er ist auf auf den Herd, deswegen. Und der ist hier faul? Die Queen hat uns angeordnet, dass wir für ein großes Fest für die kommenden Gäste vorbereiten. Ich frage mich, ob sie wirklich Platters essen können? Was heißt denn Platters? Ich frage mich, ob sie wirklich Platten essen können. Tatsächlich. Jetzt sagen die Platten.
Aber wahrscheinlich, was da drin ist, oder? Das. So, wir brauchen den Schlüssel zur Küche. Auch wieder dasselbe Rätsel. Oh! So, richtig. War doch klar. Eine. Was? Eine Abkürzung? Das mag mir bitte jemand erklären. Hinter dieser Logik, ich. Diese Logik versch. Achso, jetzt können wir rein? Ist das der Festsaal? Der Diniersaal? Verschlossen. Was ist überhaupt mit diesen leeren hier, diesen großen leeren Raum überhaupt? Was ist denn hier los? Willkommen, meine extravagante Dinier Bonanza. Nur, der Schlüssel befindet sich in einem dieser Platten. Ich bin mir sicher, dass es eure große Chance ist, diesen Schlüssel zu finden. Und vor allem, dass dieses Spiel süchtig machen wird. Wie sollen wir überhaupt diesen Schlüssel finden? Ich wette mit euch, irgendwo ist der Gegner. Sind Gegner, meine ich. Hier sind Gegner. Vielleicht gibt es auch Items. Key not found. Meintest du, ich gebe auf? Schon wieder vermischt. Immer drei Chancen. Okay. Hey Chris, gibt es nicht was anderes, was wir tun könnten? Key not found. Key not found. Ist es ein Zufall? Ist es ein Joke? So, irgendwas muss doch auffällig sein. Es muss doch irgendwas auffällig sein. Es muss doch. Warte. Hey, da ist irgendwas drunter. Versuch nicht wegzuraufen, du Kleines! Was zum. Hey, warte eine Sekunde! Ah! So finden wir den Schlüssel. Da ist der Schlüssel! Nun müssen wir nur noch die Tür aufschließen! Wir haben es kaputt gemacht! Oh, so geht's auch. Tja, war das gut oder was? Außer diese Zerstörung, die wir verursacht haben. Lass uns gehen, Chris. Wir sind fast auf dem dritten Stockwerk. So, hier können wir nicht. Supreme Table. Ohne den Thron des Gottes, okay. Das heißt, ist es ein Secret? Ist es eine Secret Area? Ah. Verdammt. So, der braucht ein bisschen Kühle. Susie geht auf Verteidigung. Und Rightside hilft dabei. Jetzt ist er kühl. So, jetzt müssen wir den grünen Dude dann blau machen. Dann sollte das Ganze klappen. So, hier, Codify. Den falschen ausgewählt. So, TP ein bisschen weiter erhöhen. So, hier.
Bitteschön, werde kälter. Perfekt, yes. Und jetzt können wir sie sperren. Au. Was soll denn das? So, sperren, sperren und sperren. So, das war's. Endlich. Endlich, Leute. Endlich. Ist da auch jemand? Ich gehe jetzt mal hier rein. So, Glowshard. Glowshard oder Glowshard? Keine Ahnung. Alter! Was ist denn hier los? Ist das gerade ein großes Bild der Queen? Ja, stimmt. Unten haben wir ihre Beine gesehen. So, weiter geht's nach oben. Aua, ich muss auf Chris achten. Ich muss auf Chris achten. Aua! Au! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Susie hat nichts abbekommen. Sie hat alles aufgegessen. Ganz brav, Susie. Bertley? Chris, Susan. Ich bin froh darüber, dass ihr unversehrt diesen Ort hier erreicht habt. Nun, lasst uns schnell eilen. Hier gibt es eine geheime Passage, die zum Dachgeschoss führt. Dort können wir Lady Noelle retten. And Rescue Fire nennt er es. Okay. Los geht's, Chris. Chris ist... Du und dein Lakai lenken die... Achso, jetzt verstehe ich. Du und dein Lakai lenken die Königin ab. Okay. Los geht's, Susie. Nur wir zwei. Okay, wie auch immer. Susie Simp. Kring, genau. Chris, denkst du, ich bin dein Lakai? Nein. Du meinst? Du denkst, ich bin mehr als nur ein Lakai? Ja. Das denke ich in der Tat. Und wir werden jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall speichern. Susie ist in ein Buchloch mit... Ein Bookhole, ja, das... Oder eine Buchlücke mit Bertley reingegangen. Du wirst mit der Kraft der Buchlöcher oder Buchlücken, keine Ahnung, erfüllt. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Das heißt, es ist noch nicht das Finale erreicht. Finde ich aber auch gut, aber wir sind jetzt wieder zu zweit. Ja, das könnte ein Vor- oder auch ein Nachteil sein, aber eigentlich war in letzter Zeit Susie sehr zuverlässig, deswegen ist es jetzt auch vielleicht ein Handicap, dass wir jetzt nur noch zu zweit sind, aber mal schauen. Ralzai, ich finde auf Ralzai ist auf jeden Fall hundertprozentig Verlass. Wenn ich jemanden vertrauen kann an Ralzai, es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn ich hier alleine gewesen wäre. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr mich auch in der nächsten Folge nicht alleine lässt und auf jeden Fall einen Daumen nach oben hinterlässt und ein Abo da lässt, falls ihr neu seid, auf jeden Fall. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Nicht vergessen, schaut euch auf jeden Fall die Playlist an zum gesamten Let's Play. Bisher gibt es 2 Kapitel, aber mit der Zeit wird die Playlist gefüllt oder ist sogar mittlerweile gefüllt. Wer weiß das schon, je nachdem, wann ihr euch dieses Let's Play anschaut. Das ist natürlich immer abhängig davon. Ja, und auf jeden Fall aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr auch keinen weiteren Part zu Deltarune verpasst. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit hierfür nehmt. In diesem Sinne, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao.